Die aktuell laufenden Mars-Missionen haben ja das große Ziel, Hinweise auf Leben auf dem Mars zu finden. Jetzt zeigt aber ein Experiment auf der Erde, dass die Instrumente der Rover vielleicht gar nicht dazu in der Lage sind. Das hat ein Team von WissenschaftlerInnen aus Madrid festgestellt, als sie Gestein aus der Atacama-Wüste in Chile untersucht haben. Und das Ergebnis? Während Curiosity organisches Material in den Proben aus der Wüste nachweisen konnte, sind die Instrumente des ExoMars-Rovers, welcher 2028 starten soll, kläglich gescheitert. Aber eigentlich kann man sich über die Ergebnisse von Curiosity auch nicht so richtig freuen, denn die Instrumente aus dem Experiment auf der Erde waren 10-mal sensibler eingestellt als die, die auf dem Mars verbaut worden sind. Das heißt, wahrscheinlich gehen auch Curiosity-Lebensspuren durch die Lappen. Falls es sie denn da oben geben sollte. Deshalb betonen die WissenschaftlerInnen in ihrem Paper auch, wie wichtig es für sie ist, dass Proben vom Mars auf die Erde gebracht werden, um sie hier zu untersuchen. Und genau das planen die NASA und die ESA sowieso schon für 2033.